Herzlich willkommen, 18.18 Uhr, Immorob TV. Heute nochmal mit dem Video für 500 Euro ein Immobilieninvestment mit Garagen. Und ja, das funktioniert immer noch. Warum machen wir das Video? Ich habe unzählige Kommentare von ganz vielen der Nutzer bekommen. Unmöglich. Warum soll jemand für 500 Euro eine Garage verkaufen, die er für 50, 60 oder 70 Euro vermieten kann? Ich sage euch, es funktioniert und ich werde es euch beweisen. Und deswegen herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viel Spaß. Wie gesagt, heute nochmal mit dem Thema, wie man für 500 Euro eine Garage kaufen kann, die man am Ende für 50, 60 oder 70 Euro vermietet. Warum machen wir das Video? Wir blenden euch hier mal ein paar Kommentare ein von denjenigen, die immer wieder sagen, das funktioniert nie. Kompletter Schwachsinn, was der Kunde erzählt. Warum sollte denn jemand für 500 Euro eine Garage verkaufen, wenn er denn die 500 Euro auch in 10 oder 12 Monaten als Miete bekommen kann? Ich meine, macht ja an sich überhaupt gar keinen Sinn. Und trotzdem, aus meiner Erfahrung, kann ich euch sagen, nur weil es keinen Sinn macht, die Garage zu verkaufen, heißt es nicht, dass es niemanden gibt, der es machen würde. Ihr müsst einfach nur pfiffig sein und dazuschlagen. Grundprinzip vielleicht nochmal ganz kurz erklärt. Wir sind jetzt hier in einem Garagenhof in Pirna, auf dem Sonnstein in dem Fall. Wir zeigen es euch auch jetzt nochmal von oben. Es gibt hier unzählige Garagenhöfe. Dazu gibt es ganz, ganz viele Wohnblöcke. Es ist hier wohnen sehr, sehr viele Leute. Ein Großteil davon ist schon verdammt alt. Beantwortet vielleicht dem einen oder anderen auch die Frage, warum verkauft das jemand? Das heißt, es sind oft Rentner, die Garage seit 20 Jahren nutzen, selber vielleicht kein Auto mehr fahren. Das Ding steht rum, die zahlen eine Pacht im Jahr, weil das Grundstück gehört ja nicht dazu, das ist Pachtland. Jetzt nutzen die in der Regel kein Internet, kein eBay-Kleinanzeigen und gar nichts und sind vielleicht froh, endlich mal den Entschluss fassen zu können, das Ding jetzt zu veräußern, sich die Pacht zu sparen. Die haben eine andere Preisvorstellung wie ein Investor, der sagt, ich will damit Geld verdienen. Du nimmst einmalig 500, 600, von mir aus 1500 Euro und hast eine Rendite, wenn du das Ding vermietest, von teilweise 100%. Ich möchte euch die nächsten 14 Tage beweisen, dass es immer noch funktioniert, deswegen habe ich hier meinen besten Freund mit. Ihr kennt ihn schon aus unserem Lego Video. Ja, stimmt. Der Henk hat auch Bock, Geld zu verdienen. Der will Investment machen, weil ich will keine Garage mehr. Aber er hat Bock. Ich will starten. Ja, ich will durchstarten. Okay, was denkst du? Funktioniert das? Ich hoffe. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Viele Garagen gibt es in Pirna, wie du schon gesagt hast. Viele brauchen sie halt gar nicht mehr. Und da habe ich schon ein gutes Gefühl. Potenzial ist da. Ja, Potenzial ist da und dass man das hinkriegt. Auf jeden Fall. Dann zeigen wir euch jetzt mal. Wie finden wir die Verkäufer für so eine unter 1000 Euro, 500 Euro Garage? Dürft gespannt sein. Strategie Nummer 1 sind Aushänge. Aushänge bedeutet, ich kann es kurz vorlesen, vielleicht einfacher. Mein Name ist Stefan und ich bin auf der Suche nach einer Garage für meinen alten Mercedes in Ihrem Wohngebiet. Falls Sie eine Garage besitzen und diese verkaufen möchten oder jemanden kennen, der dies möchte, freue ich mich von Ihnen zu hören. Telefonnummer, Ende. Simpel, einfach, eine fette Farbe. Na, jetzt haben wir hier... Wir sehen ja hier den Aushang. Ja. Ne, Garagengemeinschaft, das heißt, fast jeder Garagenhof hat so ein schwarzes Brett vorne ran. Das Ding machst du hier schön fest, am besten irgendwo, dass es nie nass werden kann. Na, bitte mit Garagenhof dran. Und irgendwann kommt so ein Rentner mal in seine Garage hier gefahren und denkt sich, boah, ich wollte eh mein Auto abgeben, braucht die Garage eh nie oder hatte zwei vorher, was auch immer. Und sagt sich, hey, der Stefan, wenn der wird sich bestimmt freuen, ich will das Ding loswerden, den rufe ich mal an. Ihr könnt übrigens diese Aushänge nie nur in den Garagenhöfen machen, sondern ich kann es hier als Beispiel bringen. Gleich hier vorne ist ein Kaufland, hier ist ein Aldi, hier ist ein Netto. Auch die haben oft so eine kleinen schwarzen Bretter, ja, im Rewe, Suche und Find. Genau. Genau. Auch dort werden wir die Aushänge hinmachen. Wir pflastern das also überall hin, wo die Leute, die hier wohnen, ihre Garagen besitzen, unterwegs sind. Strategie Nummer 2, Flyern in den Briefkästen. Die Garagenbesitzer müssen ja hier irgendwo wohnen. In der Regel wohnen die ja ganz in der Nähe, gehen früh da zu ihrem Auto oder der Keller ist zu klein, lagern dort ihre Sachen ab. Ganz, ganz viele, die so eine Garage nutzen, nutzen die tatsächlich nie fürs Auto, sondern eher für irgendwelche Sachen, die gelagert werden. Hier erreichst du natürlich die Menschen, wenn du einfach rumläufst und die Flyer direkt in die Briefkästen verteilst. Die Leute sehen das. Wir haben 2000 Flyer gemacht. Er wird die nächsten Tage alle 2000 verteilen, um natürlich so viel wie möglich zu erreichen. Heißt für euch die Info, es ist zu 100% Wir machen nur ein Video. Ich hab sie. So, hier ist das Prachtstück. 6 Meter tief, 1,80 Meter breit. Das ist doch sehr lang. Aber hallo. Warte mal, jetzt überlege ich gerade selber, die ist ja wirklich lang. Und, guck mal her. Ja, der hat schon Polster fürs Türen öffnen. Genau, Bedenseiten. Ja. Drück mal auf den Schalter dort oben links. Ja. Ist das der Lichtschalter zufällig? Strom. Wow. Perfekt. Strom hat sie auch. Also ihr könnt unschwer erkennen, wir befinden uns hier in einer Garage. Und das ist Stefans erste Garage. Schneller als gedacht, oder was sagst du? Ja, also Montag angefangen Flyer zu verteilen. Dienstag auch noch gemacht, weil 2000 Stück braucht eine Weile. Ne? Und dann, oh Scheiße. Auf 30.
Einzig, 20, 30. Also ich habe Dienstag angefangen. Ich dachte Montag. Die habe ich da erzählt, wie ich es gemacht habe. Sag den doch viel. Deine erste Immobilie, soll ich ja. Wie hat er das nochmal gemacht? Wann? Also der Kunde hat einfach 2 Tage komplett Flyer verteilt. Und am 3. Tag wolltest du nochmal stecken gehen, glaube ich? Ja. Und da wurdest du angequatscht. Genau. Von der Frau Müller. Nee, wie hieß die? Hieß die wirklich, Robert? Nee, darf ich dir nicht sagen, wie sie wirklich ist. Das ist ja logisch, Robert. Also bist du Na, erzähl mal die Story. Ich finde das wirklich mega cool. Ja. Also Fakt ist, es hat noch überhaupt niemand auf die Flyer angerufen. Ja, auch stimmt. Wegen einem Aushang noch nie. Das Telefon hat noch nie geklingelt. Hat gar nicht, nee. Wird aber noch, ich sage euch, das kann manchmal dauern, aber kommt noch. Aber was ist passiert? Genau, ich wurde beim Verteilen quasi angesprochen von einer, naja, Frau Jung. Müller. Frau Müller ist einem egal, genau. Und die meinte halt, was, sie suchen eine Garage, ne? Und wir wollten unsere schon seit 2 Jahren verkaufen und haben aber nie irgendwie mal einen Zettel gesteckt oder mal drangehangen, dass wir die verkaufen wollen. Und da hat sie einfach gesagt, wollen Sie die einfach nicht haben? Das ist übrigens das, was ich sage. Okay. Ich sag mal, normalerweise, wenn du was verkaufen willst, zum Beispiel so eine Garage, machst du eBay Kleinanzeigen auf, ballerst das Ding dort rein, brauchst nicht mal ein Foto, wahrscheinlich, ich verkaufe Garage, 2000 Euro, das Ding ist sofort weg oder 3000. Ja. Und die überlegen seit 2 Jahren die Garage zu verkaufen und die sind jetzt dankbar, dass jemand kommt und ihnen diese Last abnimmt. Richtig. So genau, kann man es ja eigentlich sagen. Genau, die zahlen ja trotzdem die Pacht im Jahr oder in den 2 Jahren haben sie ja auch umsonst bezahlt, weil hier war ja wirklich gar nichts drin, ja. Die haben die nicht mehr gebraucht. Und dann ist es ja optimal. Und jetzt ist natürlich die große Frage, also die hat dich angequatscht und gesagt, hier wollen ihre Garage verkaufen. Seid ihr danach direkt hin oder? Nee, ganz ehrlich, ich habe gesagt, dass sie mich doch bitte anrufen soll. Das war vielleicht ein bisschen, naja, hätte auch schief gehen können. Ja, das ist und die hat mich aber ein Ding festmachen, ne? Ja, sollte man. Die hat mich aber dann abends angerufen, sofort. Und da habe gesagt, gut, wir machen gleich was klar. Morgen bin ich hier. Um 11, los geht's. Machen wir's fest. Ja, soll mir noch mal einer sagen, das funktioniert. Es hat ganze 3 Tage gedauert, das eine Garage zu erwerben. Wahnsinn. Und jetzt die große Preisfrage. Ihr könnt mal reinschreiben, was denkt er denn, was er Kunde bezahlt hat? Mal so euer Gefühl. Also jetzt, bevor er es verrät. Warten wir jetzt das immer wieder ab, bis alle erstmal sagen, wir warten jetzt bis was ihr reinschreibt. Drunter sind und dann. Und jetzt die große Frage, ist halt abgelaufen. Das heißt, du hast denn ihr den Vorschlag gemacht. Genau. Das ist am Ende sein und am Ende ist rausgekommen 800 Euro. Okay, das war dein Vorschlag? Ja, also ich habe ihr halt gesagt, was stellen Sie sich vor? Und sie meinte halt, na, was stellen Sie sich denn vor? Und da musste ich halt ein bisschen, ja. Und da habe ich gesagt, 800 Euro, wäre das in Ordnung. Also, weil, wie gesagt, noch ein bisschen was zu machen ist, ich muss ja alles ein bisschen rausräumen und sowas. Okay, und da kam keine Verhandlung, gar nichts. Alles drum. Die hat einfach gesagt, geht los. Machen wir so. Und da habe ich sofort... Geisteskrank. Ja. Also 800 Euro nur, dass man mein Gefühl hat, es ist immer noch Pachtland. Wichtig ist, na, jeder, der schon ein bisschen auskennt, Pachtland hat natürlich immer den Nachteil, das heißt, in der Theorie könnte quasi der Grundstückseigentümer, der das an diesen Garagenverein hier verpachtet, jederzeit sagen, weg mit dem Ding, reißen Sie Ihre Garage ab, ich mache jetzt hier einen Supermarkt hin. Mal als Beispiel, das ist sein Grundstück, kannst gar nicht so viel dagegen machen. Die Frage, wie kannst du das Risiko reduzieren, gerade hier, du hast hier viele Garagenhöfe, aber du hast auch schon Supermärkte, du hast eine Tankstelle hier. Ich wüsste hier draußen tatsächlich nie, was man hier hinbaut. Wenn du natürlich in der geilsten Lage bist in der Stadt und so einen Garagenhof hast und du kannst eigentlich darauf warten, nächstes Jahr läuft der Pachtvertrag aus, dann zimmern die dort ein geiles Mehrfamilienhaus vielleicht hin, dann bist du so eine Garage losgeworden. Ich kann nur sagen, ich hatte über 50 Garagen und es ist mir ein einziges Mal passiert. Da hatte ich, glaube ich, 1.300 Euro bezahlt, genau Striesen, Schaufelstraße. Wo du dir sagst, okay, das 1.300 Euro nie ganz eingebüßt, weil war trotzdem 4-5 Monate vermietet für 80 Euro. Also waren 400 wieder drin, hast halt 900 Euro eingebüßt. Aber am Ende, wie viel hast du verdient, das ist ja die Frage. Genau. Also Garage für 800 Euro, 6 Meter lang, ist halt geil für die Vermietung. An der Stelle wichtig, für die Vermietung, hier brauchst du eigentlich keinen Aufwand machen. Normalerweise reicht es zu, ein Foto zu machen, kurz innen, außen, kannst du übrigens doch schon so machen, das ist jetzt kein Hexenwerk, so finde ich. Machst ein Foto, werden wir jetzt gleich machen, stellen das heute noch bei eBay Kleinanzeigen rein und ich sag mal, in 2-3 Wochen spätestens hast du hier einen Mieter. Kaufvertrag kompliziert gewesen? Nee, wie hast gar nicht. Gemacht? 2 Seiten aus dem Internet ausgedruckt, gegoogelt, Internet. Kaufvertrag, ne? Sogar für Garagen sogar, ne? Okay. PDF gefunden, fertig aus. Genau, beim Mietvertrag ähnlich, beim Mietvertrag vielleicht auf 2-3 Sachen noch achten, was ich immer mache, weil die Garagenhöfe haben in der Regel in ihrer Satzung, in ihrer Vereinssatzung ein paar Dinge drin, keine feuergefährlichen Stoffe lagern und bla bla bla. Diese Klausel rauskopieren, in den Mietvertrag mit reinnehmen und bist du auf Nummer sicher, dann hast du ihn darauf hingewiesen, und wenn der hier seine Ölfässer lagert, ne? Oder sein Chemielabor, dann bist du im Ernstfall raus und damit ist gut. Ganz, ganz einfache Kiste. Glückwunsch an der Stelle zur ersten eigenen Immobilie. Was stellst du dir wieder vor? Danke. Also wirklich, ich bin ja auch erst darauf gekommen, nach deinen Videos. Ne? Also ich habe auch irgendwie 1,5 Jahre, glaube ich, gebraucht, um da irgendwie erstmal durchzugucken oder sowas. Aber trotzdem habe ich dann auch nochmal dieses Immorab-Video geguckt, wo du mit dem anderen Garagenmensch hier gesprochen hast, bei dir im Büro. Und dann dachte ich, okay, jetzt musst du es machen, jetzt musst du es einfach machen. Und das war wirklich, wie gesagt, nur eine Fleißarbeit und das klappt, es hat einfach funktioniert. Es funktioniert also nach wie vor. Also wie gesagt, es gibt Restrisiken, das ist auch nie das Allheilmittel. Mir geht es auch nie darum, eine Garage zu verkaufen. Nur nochmal für euch, ich habe gar nichts davon. Ob ihr eine Garage habt, 100 oder überhaupt keine kauft, das ist mir eigentlich völlig Latte. Mhm. Ich will euch nur sagen, dass es funktioniert und das Grundprinzip eines Investments näher bringt. Nämlich, wie du relativ einfach mit wenig Kapital, jetzt sind es nie 500 Euro gewesen, jetzt sind es halt 800 gewesen, das ändert aber die Tatsache nie, dass du günstig
günstig einkaufen, teuer vermieten oder verkaufen kannst. Ja. Weil ja. Fakt ist eins, da könnt ihr gucken, wenn er die Garage, die er jetzt vor ein paar Tagen gekauft hat, für 800 Euro, wenn er die morgen für 2.500 Euro anbietet, ist das Ding definitiv innerhalb von 2 Wochen verkauft. Das heißt, 1,7 Verdienst, gibt Leute, die gehen dafür arbeiten. Wenn du jetzt jeden Tag Flyer zetteln würdest, dann würdest du 2 Garagen im Monat kaufen und verkaufen, hast du 3.500 Euro verdient und hast dich nie tot gemacht. Ja. Und das ist nur das Grundprinzip, wie einfach es sein kann. Das Geld liegt auf der Straße, du musst es nur aufheben. Die Kommentare, vor allen Dingen diejenigen, die gesagt haben, Rob, das funktioniert überhaupt nie, die haben mich motiviert, das Video zu machen, den Test zu machen, ob es immer noch funktioniert. Es funktioniert definitiv immer noch. Das heißt, du hast immer, egal ob das mein Video ist oder irgendwas anderes, wenn du eine Information im Leben kriegst, einen guten Tipp kriegst. Die Variante 1 ist, du sagst so einen Schwachsinn, regst dich darüber auf, wie jemand sowas erzählen kann. Mhm. Oder Variante 2, du versuchst es einfach mal, du probierst das Ganze aus und vielleicht funktioniert es ja. Wenn es nie funktioniert, hast du auch nie viel verschenkt. Aber bevor man anfängt zu meckern, vielleicht einfach mal machen. Ich bin der Meinung, jeder, der Dinge versucht, der fleißig ist, in dem Fall 2000 Flyer verteilen, es war trotzdem ein bisschen Arbeit, es waren ein paar Stunden. Ja, aber es waren, ne, also insgesamt 2000 Flyer, vielleicht so 6 Stunden. Das ging eigentlich relativ fix. Also 6 Stunden also, Arbeit, ne, bei 1700 Euro Verkaufsgewinn oder 2000 Euro Verkaufsgewinn. Das sind Stundenlohn, das ist, sag mal, mein Anwalt hat ein paar Tage dafür studieren müssen. Es funktioniert. Oder wie gesagt, ich habe dir ja auch empfohlen, behalt's einfach. Ja, behalt's, nimm jeden Monat die Miete mit, also 60 Euro kriegst du locker dafür, vielleicht eher 65. Mhm. Nimmst du die Pacht noch weg, wenn du jetzt 65 nimmst, haust dir, und wie viel ist die Pacht? 110 im Jahr. Mhm. Genau. Also Pi mal Daumen, 10 Euro im Monat, hast du 55 Euro passives Einkommen im Monat. Da hast du deinen Netflix-Account bezahlt und ab und zu mal ein Smart getankt. Ist Kann man dir noch für 30 Euro volltanken? Nee, kostet jetzt auch schon fast 6. Oh, also eine Tankfüllung im Monat, da brauchst du ja bald noch eine zweite Garage. Also ihr seht, es funktioniert. Wir danken euch fürs Zuschauen, sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video. Ebenfalls nochmal zum Thema Garagen. Dort werden wir mal durchsprechen, was denn die Risiken sind, das Thema mit dem Pachtland, was es für gesetzliche Änderungen gibt, warum es natürlich auch riskant sein kann. Zum Beispiel sein ganzes Geld hier rein zu investieren. Das seht ihr nächste Woche. Danke fürs Zugucken. Und abonnieren nicht vergessen. Ach so, ja. Ja, ganz wichtig. Und liken. Und liken. Und kommentieren. Und teilen. Kommentieren. Was kommentieren. Sagen? Und auch diejenigen, die es immer noch nicht glauben, Fake-Video alles gestellt, auch kommentieren. Richtig. Das ist ihr wisst Geil. Bescheid. Also danke. Bis dann. Ciao.